zwei Schulsportwelten. Wir sind heute in der Sporthalle der IGS List Hannover. Ich bin Detlef und das ist meine Tochter Anna Monta. Wir werden euch heute durch ein Work-In in der Sporthalle begleiten, durchführen mit verschiedenen Übungen. Im Rahmen der Corona-Zeiten müssen wir natürlich auf gewisse Hygienevorschriften achten, eigenes Material, Handtücher, Abstand halten. Ich denke, dass sollte uns heute gelingen, auch im Eifer des Gefechtes. Es wird so sein, dass meine Tochter ein Warm-up jetzt am Anfang macht, dann wird es einen Zirkel geben und hinten raus eine kleine Stretch-Einheit. Auch das ist das Programm für die nächsten 30, 35 Minuten. Ja, auch hallo von mir. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem kleinen Warm-up. Wir gehen mit dem rechten Bein nach vorne in den Ausfallschritt, nach unten und öffnen die eine Hand. Und danach die andere Hand nach oben. Dann schieben wir zurück und dehnen den hinteren Oberschenkel. Wechseln und das gleiche auf der anderen Seite. Das machen wir 5-mal pro Seite. Auch für saubere Ausführung und es geht hier nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, dass ihr euren Körper mobilisiert, so wie es hier Anna sehr gut vormacht. Ich mache nochmal zwei, dreimal mit. Ja, wenn ihr das habt, stellt ihr euch etwas breiter als schulterbreit hin, mit den Füßen etwas nach außen gedreht und geht nach unten, berührt eure Füße, squattet runter, die Arme nach oben und strecken. Das auch 5-mal. Dabei müsst ihr auch darauf achten, dass euer Rücken am besten gerade bleibt und nicht abgebeugt ist. Auf ein Bein und geht in die einbeinige Kniebeuge leicht nach vorne. Erst mit dem Bein nach vorne, nach hinten, zur einen Seite, dann zur anderen Seite. Davon machen wir 4 Runden pro Bein. Und dabei solltet ihr auch am besten darauf achten, dass euer Knie über dem Fuß bleibt und nicht über, zur Seite überschert. Wenn ihr mit dem einen Bein fertig seid, wechselt ihr das Bein. Das gleiche nochmal. Nach vorne, nach hinten, zur Seite und zur anderen Seite. Wieder 4-mal.
Es hilft dabei, wenn ihr euch einen Punkt sucht und den fixiert. Dabei könnt ihr das Gleichgewicht besser halten. So, die letzte Übung fürs Warm-up. Dafür geht ihr in die Standwaage. Und dann, wenn ihr das Bein nach vorne zieht, springt ihr mit einem Schwung nach oben, landet wieder, geht zurück in die Standwaage und nochmal. Das machen wir auch 5-mal. Es ist nicht schlimm, wenn man dabei mal das Gleichgewicht verliert, dann einfach wieder das Gleichgewicht finden und weitermachen. Auch hier ist es, glaube ich, wieder sehr sinnvoll, was Anna vorhin sagte, wenn man sich einen Punkt sucht und fixiert. Genau, und wenn ihr das habt, dann das Gleiche auf der anderen Seite nochmal. Standwaage mit einem Schwung nach vorne. Versucht auch, den gegengleichen Arm beim Sprung mitzunehmen. Richtig. Ja. Genau. Das soll es gewesen sein fürs Aufwärmen. Das Kurze. Ich glaube, es ist ein Moment, wo man einen kleinen Schluck trinken könnte. Jetzt geht es zu einem kleinen Zirkel. Dieser Zirkel, der besteht aus 8 Stationen oder 8 Übungen, unterschiedlichen Übungen, wobei wir darauf geachtet haben, dass wir fast alle Körperpartien belasten. Die eigentliche Belastungszeit wird 30 Sekunden sein, die Pausenzeit 15 Sekunden und zwischen den einzelnen Runden werden wir dann 1,5 Minuten Pause machen. 3 Runden dazu. Wir starten mit einer Modifikation des Liegestütz. Wir sagen einfach mal diesen Echsenliegestütz und dann geht es peu à peu weiter. Wir zeigen euch jetzt mal, dass ihr aber auch entspannt reinkommen könnt. Anna hat hier ein Programm, das geht jetzt in 7-8 Sekunden los. Vielleicht könnt ihr das auch sogar hören, sodass wir dann starten. Ausgangsposition, Hände nach vorne, angewinkelt werden und 30 Sekunden den Echsenliegestütz. Ein Bein ist angezogen, das andere ist gestreckt und versucht hier so gut wie möglich das zu machen. Sollte es nicht gelingen, kurze Pause, dann geht es weiter. Oder man hält einfach nur diese Position, wenn man nicht mehr weiter könnte. Ansonsten kann man sich auch auf die Knie runtersetzen und von dort aus den Echsenliegestütz machen. So, das war die erste Übung. Die zweite Übung sind alternierende Klappmesser. Wir legen uns auf den Rücken und mit dem gegenüberliegenden Bein und Arm berühren wir uns oben in der Mitte. Und los geht's. Versuchen, immer bis zu den Füßen zu kommen und die Beine weitestgehend gestreckt zu halten. Ihr merkt an meiner Stimme, es ist anstrengend, aber wir müssen uns mal ein wenig ausbelasten. Nächste Übung, wir stellen uns wieder hin, gerne neben die Matte. Und wir werden Ausfallschritte, sogenannte Lunges, machen. Wir starten mit dem rechten, gerader Oberkörper und nach vorne. Zack, wechseln, anderes Bein. Achtet auch hier darauf, dass das Knie nicht über die Zehen schiebt, dass der Oberkörper gerade bleibt. Auch ihr könnt ja eure Intensität selber bestimmen, je nachdem, wie schnell er die Übung ausführt. Trotzdem sollte sie dabei immer noch sauber sein. Genau. Wichtig ist wirklich, Sauberkeit geht hier vor Pushen. So, die nächste Übung nennen wir Back Extensions. Wir legen uns auf den Bauch und werden gleichzeitig Arme und Beine heben. Der Kopf bildet dabei eine Verlängerung zu der Wirbelsäule.
Achtet auf eine gleichmäßige Atmung. Gut. So, die nächste Übung ist ein Unterarmstütz bis zur Position des Liegestütz. Wir starten so und gehen mit dem rechten hoch, gehen mit dem rechten runter. Danach mit dem linken hoch und mit dem linken runter. Das soll nämlich eine gleiche Belastung für beide Arme sein. Hier solltet ihr auch darauf achten, dass euer Oberkörper und eure Beine gleichmäßig sind und keinen Huckel bilden. Letzte Übung. Genau, für die nächste Übung haben wir auch eine Modifikation zu dem Landfisch. Den Landfisch legt sich auf den Rücken und verschiebt die Hüfte und den Oberkörper immer zur Seite. Wem das so schwierig ist, Füße aufstellen und die Hände an die Fersen bringen, rechts und links. Oberkörper ist leicht aufgestellt. Wenn ihr das Ende der Matte erreicht habt, wechselt ihr einfach die Seite. Okay, nächste ist eine Beinübung. Wir gehen herunter, wippen dreimal in der, fünfmal in dieser Position und dann kommt der Sprung auf die andere Seite. Und dann geht's weiter. Vier, fünf. Achte darauf, dass die Beine weiterhin schulterbreit auseinandergestellt sind. So, die letzte Übung ist ein dynamischer Unterarmstütz. Wir gehen in die Position und verdrehen die Hüfte immer von rechts nach links. Auch hier geht es wieder nicht um Geschwindigkeit, da die Übung besser wirkt, wenn man es langsam und kontrolliert macht. Wunderbar, dann habt ihr jetzt eure erste Runde geschafft, 90 Sekunden Pause, Zeit einmal einen kleinen Schluck zu trinken, sich zu erholen und auf die zweite Runde freuen. Wir stellen uns heute euch vor mit einer Belastung 30-15 Erholung. Wer Profi ist und gut ist, der kann natürlich die Belastungszeit erhöhen, 40 oder auch 60 Sekunden. Dann würde ich aber auch die Erholungszeit ein wenig erhöhen. Wem das zu viel ist, da geht es auch mit 20 Sekunden Belastung. Wichtig ist, dass ihr heute in Zeiten der Corona-Krise euch weiterhin bewegt und euren Körper einigermaßen in Schuss haltet. Ihr seht, wir schwitzen auch. Das ist aber auch so gewollt, das ist nicht schlimm, es ist in Ordnung. So, noch 25 Sekunden Pause, bewegt euch, setzt euch nicht hin, bewegt euch ein bisschen im Kreis, schüttelt Arme und Beine aus, konzentriert euch wieder auf die erste Übung, Reihenfolge bleibt gleich. Wir fangen wieder mit dem Echsenliegestütz an, diesmal zur anderen Seite. Eben hatte ich den rechten Arm vorne, jetzt nehmen wir den linken Arm nach vorne und rechts nach hinten, rechtes Knie angewinkelt. Wem das wieder zu schwierig ist, der kann die Position halten oder wieder auf die Knie absenken und weiter die Liegestütze machen.
Jetzt wieder die alternative Klappmesser. Den Rücken legen. Und dann geht's gleich weiter. In 3, 2, 1 und los. Und Pause. Nächste Übung sind wieder die Ausfallschritte rechts und links. Auch hier könnt ihr euch wieder einen Punkt suchen, sodass ihr das Gleichgewicht besser halten könnt. Arme können dynamisch mitgenommen werden, so ein bisschen nach vorne. Können aber auch vorne gehalten werden. Auch was die Tiefe angeht, der Lunges, ist es jedem so überlassen, dass es nicht wehtut. Back Extension, wieder zurück in die Bauchlage. Arme nach vorne. Und denkt daran, dass ihr euren Kopf nach unten, mit eurem Kopf nach unten schaut und nicht nach vorne schaut. Das soll immerhin die Verlängerung der Wirbelsäule sein. So, wir können direkt unten bleiben. Es kommen jetzt wieder die Unterarmstütze mit Ausrichtung zur Liegestützposition. Fangen wir an, wenn der linke Arm hochgeht, wieder mit dem runter und dann mit dem rechten Arm. Ja, jetzt kommt wieder die Landfischübung oder das Berühren der Fersen. Ich mache wieder die etwas einfache Variante. Füße aufstellen, rechts und links. Hierbei könnt ihr daran denken, je weiter ihr die Hüfte verschiebt, desto weiter kommt ihr auch vorwärts. Ihr könnt die Arme dabei zum Schwung mitnehmen. Jetzt kommen wieder die Squats mit den Sprüngen. Wir fangen wieder an mit 5 dynamischen Squats und springen dann wieder über die Matte. Und los. 3, 4, 5 und Sprung. 3, 4, 5 und Sprung. Und wieder schulterbreit stehen, gerader Oberkörper. So, zum Schluss geht es wieder in eine Planke und die dynamische Planke, wir bewegen unsere Hüfte rechts und links, Arme auch wieder ungefähr schulterbreit auseinander. Spannung reinbringen in den Körper. Hälfte ist geschafft.
Noch 5, 4, 3, 2, 1. Hab den zweiten Zirkel geschafft. Wunderbar, klasse. Ihr seht, die Schweißperlen rinnen uns runter. Kopf ist rot, aber alles gut. 90 Sekunden Pause. Wieder ein bisschen gehen, kleinen Schluck trinken und dann freuen wir uns auf die letzte Runde. Kein Abschluss, was machen. Und wie gesagt, wenn wir die letzte Runde geschafft haben, könnt ihr euch auf das Stretchen freuen. Das wird dann wieder hier von Anna auf jeden Fall hauptsächlich gemacht. Anna ist normalerweise Schülerin des Mult-Gymnasiums, ist die Kooperationsschule des Sportes, auch Leistungssportlerin, trainiert normalerweise immer im Olympiastützpunkt, aber auch der ist ja in Corona-Zeiten geschlossen und nur wenigen ausgewählten Aktiven ist es gewährt, dass man dort trainieren kann. Wir haben viele alternative Programme gemacht, viel gelaufen, viel Rad gefahren. Und auch so war viel zu Hause, so ein Workout gemacht, Work-In. Konntet ihr auch, glaube ich, in unserer Serie Mach dein Workout zum Work-In sehen, sodass wir auch einfach fit bleiben. Genau, dann bereiten wir uns jetzt wieder vor für die letzte Runde. Wir gehen wieder runter für die Echsenliegestütz. Seite egal, nehmt eure Lieblingsseite, wo es vorhin besser ging. Rechter Arm vorne oder linker Arm vorne. Oder wenn ihr schnell seid, in der Hälfte der Zeit wechselt ihr einfach die Position. Genau, bei mir könnt ihr wieder die Modifikation sehen auf den Knien. 15 vorbei, wechseln gerne. Noch 3. So, nächste Übung sind wieder die Klappmesser. Legen uns auf den Rücken. Machen uns bereit. In 3, 2, 1 und los. Hälfte ist geschafft. Noch 5. Puh, anstrengend. Lunges. Wieder aufstehen. Zum letzten Mal die Ausfallschritte. Und jawohl. Sucht euch wieder euren Punkt, um euer Gleichgewicht zu finden. Ihr seht, es ist wirklich anstrengend. Pusht euch selber. Wenn der Bruder, die Schwester mitmacht, die kann euch motivieren. Zur Not auch die Eltern, wenn sie nicht auch sogar mitmachen wollen. Okay. So, jetzt kommen wir die Back Extension zum letzten Mal. Wieder auf den Bauch legen, daran denken, den Kopf gerade nach unten, unten schauen zu lassen. Und es geht los in 3, 2, 1, los. Halbzeit. Auch wenn es anfängt, vielleicht irgendwo ein bisschen weh zu tun, das ist nicht schlimm. Das ist in Ordnung, das geht ein bisschen. So, nächste Übung, können wir wieder unten bleiben. Wir gehen von dem Unterarmstütz in die Liegestützposition. In 3, 2, 1, los. Thank you.
Wir bleiben unten und wechseln wieder zum Landfisch über zu der modifizierten Variante. Wenn ihr am Ende der Matte angekommen seid, wechselt ihr einfach wieder die Richtung. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und zur vorletzten Übung den Squats mit den Jumps. Wieder auf eine schulterbreite Position achten. 1, 2, 3, 4, 5 und Sprung. 1, 2, 3, 4, 5 und Sprung. Jawohl, letzte Übung. Dann habt ihr es geschafft. Wieder zu den dynamischen Plankformen oder der dynamischen Plankform. Hier müsstet ihr wieder dabei achten, dass ihr keinen Buckel macht, sondern eine Gerade bildet. Halbzeit. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Jawohl, super, Astral. Ihr habt es geschafft, wir auch. Und jetzt freuen wir uns, nach einem kleinen Schluck zu trinken, auf das kurze Stretchen mit Anna. Kann schon mal alles ein bisschen ausschütteln und lockern. Wenn euch das zu anstrengend war, könnt ihr natürlich auch die Pausenzeiten zwischen den Runden verlängern. Jetzt waren es 90 Sekunden. Ihr könnt das 2 oder 3 Minuten machen. Also alles so, wie ihr es euch in eurem Zustand auch zutraut. Aber versucht ruhig auch mal ein bisschen zu knacken, zu beißen. Dann werdet ihr sehen, vielleicht beim zweiten oder dritten Mal wird es schon wesentlich einfacher für euch und ihr steigert euch auch dann. Genau. Wollen wir loslegen? Wir fangen an mit der Dehnung der Wade, gehen in einen kleineren Ausfallschritt und drücken die Ferse in den Boden. Achte darauf, dass beide Füße nach vorne zeigen, gerade Oberkörper. Und jetzt sollte normalerweise hier in der rechten Wade ein leichter Zug sein. So, wir wechseln die Seiten. Das gleiche wieder. Ferse in den Boden drücken, Füße geradeaus. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es irgendwie wehtut oder so. Das ist die Dehnung, die da ansetzt. Kurz ausschütteln, wir gehen wieder auf die Matte, knien uns hin und dehnen den vorderen Oberschenkel. Dabei können wir uns auch leicht zu unserem aufgestellten Bein drehen. Und wem das zu einfach ist oder er keine Dehnung verspürt, der greift einfach seinen Fuß und zieht ihn mit ran. Guckt, dass ihr eure Atmung kontrolliert, dass ihr langsam ruhiger wird, dass ihr bewusst ein- und ausatmet. Okay, wir wechseln die Seite,
am Anfang wieder dasselbe. Man kann sich zur Seite drehen. Und wem das wieder zu einfach ist, der greift wieder seinen Fuß. Die letzte Übung für die Beine ist für den hinteren Oberschenkel. Wir legen uns auf den Rücken, schlagen unser Bein vor das Knie und greifen hier durch hinter den Oberschenkel und ziehen den hier ran. Das sollte jetzt leicht im Gesäßmuskel, also hier auf der rechten Seite des Gesäßmuskels, dehnen. So, dann wechseln wir wieder die Seite. Wieder jetzt das linke Bein vor den Oberschenkel durchgreifen und heranziehen. Und versucht, eure Muskulatur dabei zu entspannen, nicht gegenzuhalten, sondern wirklich, dass die locker ist. Versucht, die bewusst anzusteuern. Okay, kurz ausschütteln und für die nächste Übung gehen wir vorne auf die Knie und schieben unsere Hüfte nach vorne und versuchen die Hüfte bis auf den Boden zu bringen. Dabei könnt ihr nach oben schauen, das erleichtert das noch. Ihr könnt mal nach rechts oder nach links drehen, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Die Füße sind dabei aufgestellt. Und jetzt machen wir die Gegenübung und schieben unseren Rücken zurück. Und das dehnt jetzt auch etwas schon in den Schultergürtel. Und versuchen diesmal unseren Bauch so weit wie möglich auf den Boden zu bringen. Jetzt legen wir die linke Hand zur Seite und drehen den Kopf nach rechts. Das sollte auch nochmal in der linken Seite etwas mehr dehnen. Ihr schiebt die Schulter in den Boden rein und es sollte dort dehnen. Wechseln wir die Seiten, den rechten Arm nach außen und den Kopf nach links drehen. Nächste Übung für die Arme. Die Arme umgekehrt zum Körper richten und nach hinten setzen. Da müsst ihr selber darauf achten, wie gedehnt eure Unterarme sind oder nicht. Könnt ihr die Entfernung zu den Beinen selbst bestimmen. So, die letzte Dehnübung. Wir nehmen den linken Arm, gehen mit dem rechten Arm unter den Ellbogen und ziehen den zu unserem Körper heran. Kurz ausschütteln und die Seite wechseln und das gleiche nochmal.
nochmal ausschütteln. Und das war's dann mit dem Stretchen und mit dem Workout. Jawohl, vielen Dank, wenn ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden das am Mittwoch und Freitag in dieser Woche noch einmal durchführen. Am Mittwoch werden euch die beiden Rugby-Nationalspieler Daniel Koch und Niki Koch durch das Programm führen. Das wird am Nachmittag sein. Und am Freitag nochmal ein Leckerbissen mit der Olympiasiegerin im Hockey, Anke Kühn, und Amelie, eine Handballerin in der zweiten Liga, glaube ich. Genau. So. Also viel Spaß bis dahin, bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Danke, Anna. Vielen Dank, dass es ciao, ciao. Alles geklappt hat. Bis dahin. Ja.